Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Agrarian Skies 2. Ja, letzte Folge haben wir ja hier schon mal die Grundteile für die Smelter vorbereitet. Ich habe mir jetzt schon mal erlaubt zwischen den Folgen hier. Ich habe jetzt ungefähr 2,5 Stacks Cobblestone durchlaufen lassen. Habe hier einige Sealed Blocks noch gemacht und ja. Damit hätten wir die Quest hier erfüllt. Einen Casting Table bräuchten wir auch noch einen. So, und den machen wir dann auch noch gleich. Schauen wir mal, was der kostet. Casting Table. Oh ja, das geht. Da hätte ich gerne... Ja, da haben wir nicht genug. Deswegen habe ich hier in weißer Voraussicht schon mal noch ein paar gemacht. Ja, zwei Stück sind, denke ich, okay. Machen wir mal einen. Einen von der Sorte und einen von der Sorte. Das ist eine Basin. Da kann man nämlich gleich ganze Blöcke craften. Ja, Claim Reward. Das hätten wir auch. Und da kriegen wir gleich mal Aluminium Brass Ingots. So, Iron. Ja, die hätten wir auch schon. Slime Ball bräuchten wir, aber... Copper Ingot braucht man zwei Stück, das haben wir auch noch nicht. Aber das sieht hier ganz gut aus. Wir machen jetzt auf jeden Fall, bauen wir mal die Smelter. So, was brauchen wir hierzu alles? Wie gesagt, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Schauen wir mal, ob das hier, nee. Das Einzige, was ich hier, ups, in der Zwischenzeit noch mache. Na, wie viel haben wir denn? 4 Stück, das sollte reichen. Ich schmeiße hier ein bisschen was rein noch, dass das mal hier einschmelzen kann. Und dann würde ich vorschlagen, ja, gute Frage. Ich denke, ich baue die Smelter da hinten hin. Die können wir ruhig etwas größer machen. Jetzt muss ich mal überlegen, wie das vom Prinzip her ging. So, das ist die Mitte, das ist gut. Dann baue ich... Ich baue jetzt das Ding einfach in die Mitte rein. So, ich baue jetzt hier mal den Controller. Ja. Ja, ja, ja. So, das ist auf jeden Fall mal die Mitte. So. Dass uns hier auch nichts abfackelt, haue ich mal das hier mit rein. Dann würde ich vorschlagen, das ist jetzt mal so okay, auch wenn wir ein bisschen Material jetzt wasten. Aber im Notfall stelle ich zwischen den Folgen noch welche her. So, dann haben wir hier den Controller. Den mache ich am besten mal direkt hier hin. So. Dann neben den Controller den Seared Tank. Da hätte ich dann über kurz oder lang auch gerne zwei Stück davon. Aber einer soll es erstmal genügen. Da kommt dann noch der zweite Tank hin. Ja, machen wir mal so. Nein, und ich habe falsch gebaut. Ich hoffe, ich kriege jetzt das Zeug so wieder raus. Ja, Gott sei Dank. Der Smeltery Drain. So, erstmal den Controller. Dann den Tank. Das gefällt mir gar nicht, dass da drunter. Egal, das lassen wir jetzt mal so stehen. Dann. Ich weiß, es würde auch kleiner funktionieren. Also, ich glaube, eine 2x2 Fläche braucht man hier mindestens. Aber gut, die haben wir derzeit einfach noch nicht. Also, haben wir schon, aber. So, 24, das reicht wieder für ein paar Blöcke. Schwuppdiwupp. Und dann kommen wir der ganzen Sache näher. Ich weiß nämlich nicht genau, wie groß wir das... Ups, das war das Falsche. Wie groß wir das Ganze bauen müssen. So. Dann möchte ich gerne... Die Smeltery Drains, das sind quasi die... Ja, da wo das Zeug herauskommt.
einen hier, hier und hier. Dann der Table kommt hier hin. Und für die ganze Blöcke hier hin. Hier können wir dann noch einen machen. Dann, um das Ganze überhaupt funktionabel zu machen, brauchen wir noch eine... Ja, diese Casting Channels. Allerdings, ja, so viel wie wir da rausbekommen, bräuchten wir eigentlich gar nicht. Vier Stück haben wir noch, das reicht nicht. Ah, Mist, können wir die wieder zurückdings? Nee, können wir auch nicht. Ja, dann habe ich mich jetzt ein bisschen verkalkuliert. Ist nicht schlimm. Ich mache hier einfach noch ein paar, ja, ich mache hier nochmal eine Runde Grout. So, das geht ja relativ fix. Das mal machen wir nur die Hälfte. Nee, machen wir wieder wie üblich hier die 40 Stück. Das dauert jetzt ein paar Minütchen. Ja, und es ist an dem Cobblestone-Generator wesentlich effektiver, hier gleich mit dem Hammer ranzugehen, wenn man halt eben nur die Produkte wie Gravel und ähnliches braucht und nicht direkt den Cobblestone. Denn wenn ich mit dem Hammer draufhau, dann zieht es die Materialien automatisch zu mir her. Wenn ich so mit der Pickaxe draufhau, dann ja, kann es passieren, dass der Stein in die Lava fällt und verbrennt. So, ich mache jetzt 45 Stück. Aus 20 mache ich Sand und aus 5, die mache ich gleich zu Dust. So, das genügt erstmal. So. Es geht ja Gott sei Dank relativ zügig. Mit dem Holzhammer haben wir da wesentlich länger gebraucht. Eventuell, wenn wir dann später mal das Material haben, kommt der Eisenhammer oder Diamanthammer sogar. So, 5 noch zu Dust. Ja, und wenn wir schon mal hier sind, können wir die Bäume hier auch gleich mitnehmen. Flup. So, das geht ja mit unserer Haste-Axt richtig, richtig zügig. Ich habe auch, glaube ich, noch nie so eine geile Flint-Axt gehabt. So, haben wir hier einen Hammer. Den setzen wir mal. Ah, da oben ist der nächste. Den setzen wir hier hin. Und ja, da hinten, das machen wir jetzt auch noch, der Vollständigkeit halber. Komm. Einer muss noch rausspringen. Sehr schön. Den haben wir hier. Ja, und dann geht es eigentlich gleich weiter mit Wassereimer und Auffüllen. So. Ah, das ist eine Fackel. Jetzt habe ich gedacht, da hinten hat sich noch ein Apfel versteckt. Den hätte ich dann schon ganz gern mitgenommen, aber es ist ja nicht so. Ja, der Hunger, der ist da. Mampfen wir uns mal ein paar Salmonellen rein. Oder Salmons oder was auch immer das auf Deutsch heißt. Salmonellen sind wahrscheinlich nicht so gesund. Nein, das war genau falsch rum. Okay, setzen wir wieder rein. Flop. Gut. Dann, was wollte ich tun? Ich brauche 8x Kohle. Ja, dann das hier so, das hier so und das hier so. Und dann hätten wir wieder 40 Grout. Wunderbar. Gut, dann kann das in der Zwischenzeit hier mal durchdingsen. Ich gönne mir den Slime-Baum. Den haue ich mal da hinten irgendwo hin. Also halt in die Kiste. Den würde ich dann später ganz gern setzen. Ich weiß aber noch nicht ganz genau, was man dafür braucht. So, Kartoffeln da rein, da rein. Gut, die erste Casing Gear Mold ist soweit durch. Die können wir dann gleich mal hier hinpflanzen. 3, 7. Wie viel brauchen wir für diese Dinger? Okay, das reicht. Da haben wir dann noch eine auf Tasche. Keine Ahnung, für was wir die verwenden, aber ja. Wir
können sie sicherlich brauchen. Oh. War jetzt vielleicht nicht so klug, dann machen wir das anders. Ich weiß nämlich nicht, wie das funktioniert und ob das genau funktioniert. Dann mache ich mal so, den Table haue ich auf die andere Seite, dass wir das auch steuern können. Also dass ich sage, hier möchte ich das haben, hier möchte ich das haben, das weiß ich nämlich nicht, ob es anders möglich ist. So, hier haue ich mal die Mold rein. Und die Ecken können wir dann im Nachgang noch ausbessern. So, Smeltery, das passt. Da kann ich dann später das Zeug reinhauen. Ja, ein bisschen bräuchte ich hiervon noch. Und die Drain, die hauen wir hier hinten mal mit in die Baukiste. Das und das. So, wie weit bist du? 7 Stück, 9, 10. Na, das reicht noch nicht. 2 Stück können wir machen, 3 brauchen wir noch. Na, es geht ja relativ schnell. Ja, insgesamt bräuchten wir sogar noch ein paar mehr. Gut, das hätten wir soweit. Und in der Theorie müsste das eigentlich schon funktionieren. Wir haben hier nur diese Fired Clay Buckets. Die möchte ich jetzt ungern verheizen. Jetzt schauen wir mal. Ich habe 3 Eisenbarren, sogar ein bisschen mehr. Und dann mache ich mir mal einen vernünftigen Eimer. Hat den Hintergrund, dass der normale Eimer hier nicht kaputt geht, wenn man mit Lava rumspielt. So, einen könnte ich mir... Naja, lass mal drin. Wird schon schief gehen. Und dann nehme ich mir... Oh, stopp! Moment. Du solltest eigentlich hier nicht spawnen. F7. Ah ja, alles klar. Ja, die Schmiede müssen wir dann noch ein bisschen beleuchten. Aber jetzt gehen wir erstmal schlafen. So, dann müssen wir nämlich hier nur die Lava reinfüllen. Genau. Und dann auch aufpassen, dass unser Ofen, den füllen wir dann gleich mal wieder nach, dass der auch immer genug Lava produziert. 1, 2, 3, 4. Dann nehmen wir hier noch einen mit. Ich glaube, 3 Eimer waren es, die in so eine Ding hier reingingen. Schauen wir mal. Ah, vielleicht sogar 4. Ja, schauen wir mal, was das andere macht. Ein bisschen rennen können wir ja jetzt. Wie haben wir das Essen? So, 12 Stück. Das reicht für weitere 3. 1, 2 und 3. Und hier machen wir dann noch ein normales Ding rein. Okay, gut. Dann haben wir hier diese Iron Ore. Schauen wir mal, ob es schon funktioniert. Ja, es funktioniert sogar schon. Super. Da haben wir jetzt nämlich die Iron Ores rein. Dann werden die schön durchgeschmolzen. Und wenn wir das alles haben... Na, einer noch, komm. Blub. So. Dann kann nämlich die Schmelze bis hier oben voll sein. Gut. Und ja, eine Fackel könnten wir hier mal irgendwo oben drauf platzieren. Denn der Mob-Spawn ist doch etwas doof. Ja. Na, noch irgendwo Xe. Keine Xe mehr. So, dann schmilzt es hier durch und jetzt sehen wir hier, wir haben ja Molten Iron für 6 Ingots. Für eine diese hier brauchen wir 9. Und jetzt muss ich mal gucken, Ingot Mold. Haben wir eine Ingot Mold? Ingot. Da, Ingot Mold. No known materials. Material Cost 1. Okay, Ingot Mold brauchen wir. Ja, ich möchte wissen, wie ich die Mold herstelle. Einen Brick, dann müssen wir Aluminium Brass. Dafür brauchen wir das Aluminium Brass. Okay, Brick. Ja, Clay verheizen gibt einen Brick. Ich glaube sogar, wir müssten noch ein Clay hier irgendwo rumliegen haben. Ja,
Das ist mal Monster-Loot. Das kommt hier mit rein. Ja, einmal Clay. Wunderbar. Den hauen wir gleich in den Ofen rein. Machen wir es so und so. Dass wir uns halt auch unsere Ingots machen können. Wunderbar. Dann, was haben wir hier schönes? Aluminium. Aluminium Brass Ingot. Die möchte ich mir mal hier. Kann ich die direkt auch einschmelzen? Ich glaube fast ja. Denn dann schaue ich mal, dass ich eins von denen hier einschmelze, dass wir hier gleich eine Mold haben. Um die Mold herzustellen, müssen wir den Stein hier drauflegen. Warten, bis das Ganze durchgeschmolzen ist. Ja. Und dann haben wir hier Aluminium Brass, einen Ingot. Das, was unten ist, ist immer dasjenige, also das Material, was dann rauskommt. Einmal hier. Ja, schön wäre es. Es funktioniert leider nicht so, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Hallo, ich möchte einen Ingot hier rauslassen. Okay, schwierig. Warum geht es jetzt nicht? Früher habe ich hier einmal draufgehauen und dann ging das. Ja, sollten wir uns vielleicht doch mal hier kurz das Buch durchlesen. Mighty Smelting. So. Gut. Faucet. Shit, ich habe das Falsche hergestellt. Ja. Faucet, das brauchen wir. Ja, braucht auch weniger Seared Bricks. Haben wir da noch welche? Gut, sogar noch ein paar über. So. Gut, dann sind es andere nur irgendwelche, ja, Rinnen. Dann können wir den wieder mitnehmen und das wieder da lassen. Ne, ins andere Bücher waren hier. Gut. Dann mache ich nämlich jetzt Folgendes. Ich hau hier noch die Drain hin, dann haben wir hier nämlich einen Block über, den wir allerdings jetzt derzeit gar nicht benötigen. So, machen wir ihn hier hin. Und drei Stück hätten wir hier noch. Eins, zwei, drei. Und fast hätte ich es versammelt. Oder ich habe es versammelt. Weil ich bräuchte eigentlich noch drei. Aber für unsere Zwecke reicht das jetzt erstmal aus. Eine Faucet. Also das ist der Ablass. Blub. So, und jetzt funktioniert's. Jetzt muss das Ganze noch härten. Dann können wir die Mold hier drauflegen. Und somit können wir Eisenbahn herstellen. Sechs Stück. Was wunderbar funktioniert. So, und dann geht's dann, ja, dann hätten wir unsere erste Schmelze. So, das war's. Jetzt müsste die Schmiede leer sein, genau. Und es braucht halt immer wieder Lava, dass das Ganze hier angeheizt wird. Ja, was könnten wir denn jetzt noch tun? Die nehmen wir mal mit. Dann. Das ist gut. Das ist schon wieder durchgeschmolzen. Ah, die ist fertig. Da brauchen wir ein bisschen Repair-Material. Mittlerweile haben wir ja doch ganz guten Vorrat an diversen Rohstoffen. So. Das war hier.
So, 4 Stück, die schmeißen wir gleich wieder rein. Wunderbar. Und eine kleine Kiste da hinten wegen den ganzen Molds wäre natürlich eine super Sache. Dann nehme ich mir mal eine mit. Und die kann ich dann im Endeffekt auch direkt, ja, setzen wir sie hier hin. Da können wir die Mold hier reinhauen, da haben wir hier alles beieinander. Was wollte ich jetzt tun? Jetzt schauen wir mal insgesamt, was man braucht. Thermal Expansion. Ich möchte nämlich einen von denen hier machen. Pisten, okay, brauchen wir Redstone. Die Servo brauchen wir Redstone. Ja, als nächstes scheint es so, als ob wir uns um Redstone kümmern müssten. Was heißt ein Förderband auf Englisch nochmal? Belt, irgendwas, ja, Transportbelt. Conveyorbelt, so rum. Ah, Redstone. Okay, das sind nur verschiedene Farben. Okay. Rubber Bar, wie kriegen wir Rubber? Kriegen wir aus Raw Rubber. Oh nein, wir haben wir Rubber. Rubberbäume haben wir nicht, glaube ich. Da muss ich mal hinterschauen. Die Conveyor Belts sind nämlich später mal. Ah, nee, haben wir leider nicht. Spruce Seed. Na, ich könnte eigentlich mal anfangen, hier auch andere Bäume anzupflanzen. Machen wir dich mal weg und hauen mal Spruce hin. Genauso wie dich. Und da hinten hauen wir mal einen Birken, Seedling, Sapling, wie auch immer hin. Hier kommt rein und ja. Wenn ich schon mal hier hinten bin, ein bisschen Nahrung wäre nicht verkehrt. Ich hau mir mal die ganzen gebackenen, die kann ich eigentlich alle mitnehmen. Ja, und ich werde es jetzt so machen in Minecraft. Dadurch, dass das eh so ein Endlos-Projekt ist und ich sowieso noch nicht weiß, wie kommt das Ganze an. Ich werde jetzt nebenher auch ein bisschen was bauen und dingsen. Das Ganze werde ich off-cam machen. Ich werde euch halt danach zeigen, was ich so getätigt habe. Ja, es wird ein bisschen dauern, bis die ganzen Folgen rauskommen. Ich bin jetzt schon wieder bei Folge, keine Ahnung, 10 oder 12 und habe die erste noch nicht mal online geschalten. Aber gut, jetzt schauen wir doch einmal. Ich hätte nämlich gern einen Mob Tower. Sticks, da gab es mal diese Sticks, die Punchy Stick, genau. Sugar Canes könnten wir theoretisch auch mal herstellen. Dazu bräuchten wir nur ein wenig Sand. Nee, Sugar Canes brauchen wir ja gar kein Sand. Ja, machen wir mal den Baum hier noch weg. Weil mir macht es gerade so unheimlich viel Spaß, aber die ganze Zeit reden und dingsen, das geht dann doch irgendwann auf die... Ja, es ist recht anstrengend mit der Zeit, muss man sagen. Ja, und dadurch, dass Minecraft, das ist so ein Riesenprojekt, dass es sich fast nicht rentiert, dass ich hier privat noch ein Let's Play anfange. Bloß damit ich ein bisschen was... Weil dann muss ich ja alles doppelt machen und ja, ist ein bisschen doof. Aber gut, es geht langsam vorwärts. Ich werde mich darum kümmern, dass wir genug Material kriegen und, und. Vielleicht werde ich auch einfach mal die Aufnahme mit anschmeißen und das Ganze dann in, ja, in Form eines Zeitraffers durchlaufen lassen. Ansonsten können wir es eventuell so machen, dass ich das hier einfach weiterspiele, auf eure Kommentare dann erwarte. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefällt, dann bin ich auch gerne gewillt, eventuell nochmal neu anzufangen, beziehungsweise halt dann an der Stelle hier weiterzumachen. Ich schaue, dass ich jetzt hier mein Backup der Save-Datei mache. Was aber eigentlich ja Quatsch ist. Weil dann müsste ich ja nochmal alles doppelt und dreifach machen. Aber gut, ja, die Folge, die wird jetzt ein bisschen kürzer. Dafür waren die letzten etwas länger. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken.
Schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es heißt Let's Play Agrarian Skies 2. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Bis bald und ja, Adi. Ach ja, hier, nochmal ganz kurz, Stopp, aus, Ende hier, noch nicht Adi. Öfter war es jetzt schon der Fall, dass manche Leute mich darauf angesprochen haben, Mensch, was das mit dem AD ist. Also ich komme aus dem Frankenland, aus dem Mittelfranken, um genau zu sein. Und bei uns ist AD im Endeffekt, ja, wie bei anderen, tschüss, ciao, auf Wiedersehen, hasta la vista und. Für manche mag es komisch klingen, die jetzt hier nicht aus dem Frankenland sind. Bei uns ist das alltäglich, also... Ich hoffe, euch stört's nicht. Ich würde es ganz gerne beibehalten, weil, ja, so bin ich privat auch drauf. AD sagt man halt bei uns einfach, genauso wie manchmal auch Grüß Gott. Aber das ist, ja, das lassen wir mal gut sein. Ja, schreibt's in den Kommentaren, was haltet ihr von meinem Tschüss und AD? Und ja, es mag immer ein wenig seltsam klingen, aber wie gesagt, ist im Frankenland eine alltägliche Verabschiedung. In diesem Sinne, macht's gut und Ade.